Zweiter Weltkrieg. Fotodokumente lassen offensichtlich werden, wie sehr der Sieg im Gefecht für jeden Kämpfer mit der Aufgabe verbunden ist, bei Schädigungen sich selbst oder den Genossen neben ihm erste Hilfe zu erweisen. Im großen Vaterländischen Krieg wurden durch die Sowjetunion bei Schädigung der Menschen, dem teuersten Gut eines sozialistischen Staates, die vielfältigsten medizinischen Maßnahmen eingeleitet. Der sowjetischen Militärmedizin ist es erstmals in der Kriegsgeschichte gelungen, bis zu 92% der Geschädigten und Kranken zu heilen. Unsere Volksmarine, ausgerüstet mit Kampfmitteln von hoher Schlagkraft und Geschwindigkeit, operiert oft weit von den eigenen Basen entfernt, in denen die medizinischen Kräfte konzentriert sind. Das Fehlen von medizinischem Personal an Bord verlangt die Ausbildung des gesamten Personalbestandes in der Selbsthilfe und gegenseitigen Hilfe. Die Gruppenausbildung, auch in der Form der Lehrdemonstration, ist eine Methode beim Erwerb von Wissen und Können. Auf sich allein gestellt. Auch hier ist bei der Selbsthilfe ein ständiges Training erforderlich. Am Anfang, wie immer, die einfachen Handlungen. Danach werden aufbauend komplizierte und komplexe Handlungen geübt. Selbstverständlich, dass das Prinzip der gefechtsnahen Ausbildung beachtet wird. Die realistische Wunddarstellung ist eine Methode dazu. Sie gewöhnt den Helfenden an die im Ernstfall auftretenden Schädigungen und gibt ihm eine gewisse Sicherheit, schult sein umsichtiges, zweckmäßiges Verhalten. Aber auch die physische Kondition muss herausgebildet sein. Vergessen wir nicht, die Gefechtsbedingungen sind vielschichtig. Sie stellen unnachgiebige Forderungen an Qualität und Variabilität der Sanitätsausbildung. Neben dem Übungsgelände bietet gerade die Sturmbahn die Möglichkeit einer gefechtsnahen Ausbildung. Durch die Aufnahme medizinischer Elemente in das Ablaufschema wird die Sturmbahn auch für die gefechtsnahe Sanitätsausbildung genutzt. Alle Elemente der Bahn sind auf dem Gefechtsfeld zu finden. In dieser oder ähnlicher Form. Ob an Land oder auf Kampfschiffen. Aber überall muss in kürzester Frist geholfen werden können. Daher auch die Zeitnormen in der Sanitätsausbildung. Wissen und Können. Was vom Ausbilder vorher erläutert und an medizinischen Grundlagen vermittelt wurde, hat sich hier unter Beweis zu stellen. Schnell, fachgerecht und reflexartig müssen alle Handlungen auch unter Feindeinwirkung ablaufen. Es sollte nicht vergessen werden. Die Errungenschaften der modernen Medizin können dem Geschädigten nicht mehr zugutekommen, dem nicht mit aller Umsicht sofort und sachgerecht die Hilfe auf dem Gefechtsfeld erwiesen wurde. Erfahrungen der Sowjetarmee aus der Zeit des großen Vaterländischen Krieges lehren, dass bei einer Verzögerung der Hilfeleistung um mehr als 3 Stunden
die Anzahl nachfolgender schwerer Komplikationen bei dem Geschädigten um 75% ansteigt. Diese Komplikationskurve zeigt die Abhängigkeit der Komplikationen vom Zeitpunkt der ersten Hilfe. Jede Minute ist kostbar, ist lebenserhaltend. Besteht da die Forderung an jeden Armeeangehörigen nicht zurecht? Üben, üben und nochmals üben? Generell und logisch erscheint bei der Selbsthilfe und gegenseitigen Hilfe folgender Handlungsablauf, den wir uns einprägen müssen. Erstens, Feststellen der Schädigungsart und des Ausmaßes der Schädigung bei Beachtung der Situation auf dem Gefechtsfeld. Zweitens, Hilfeleistung entsprechend Art und Ausmaß der Schädigung. Dabei sind die lebensbedrohlichen Zustände zuerst zu bekämpfen. Drittens, die Bergung des Geschädigten vom Gefechtsfeld und die Vorbereitung für den Abtransport. Und viertens, der Abtransport des Geschädigten. Diese Reihenfolge hat nicht immer absoluten Charakter. Die nachfolgenden Beispiele stellen Situationen dar, die auf dem uns bekannten imitierten Gefechtsfeld der Sturmbahn jederzeit variierbar sind. Der Helfer soll in allen Phasen seiner Ausbildung zu situationsbedingten Entscheidungen und Handlungen gezwungen werden. Schädigung im Bereich des Bauchraumes. Wie wird der Helfer reagieren? Überprüfen wir kritisch die Folgerichtigkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Wir können feststellen, der Helfer hat die bekannte Reihenfolge eingehalten, wie Einschätzung von Art und Ausmaß der Schädigung, entsprechende Hilfeleistung, Bergung und weitere Hilfe in der Deckung. Auch bei dieser Schädigung muss die Hilfeleistung sofort erfolgen. Aber die Übung imitiert ein unter Beschuss liegendes Gefechtsfeld. Wie jetzt entscheiden? Es besteht doch Verblutungsgefahr.
Nur unter der Bedingung, der in der unmittelbaren Nähe liegenden Deckung und der weiter bestehenden Gefahr für Helfer und Geschädigten, ist diese Entscheidung richtig. Wenn aber die Übungsvariante die Einwirkung von chemischen Kampfstoffen vorsieht, was dann zuerst? Selbstverständlich Schutzmaske anlegen und Gegenmittel spritzen. Die Absolvierung der Sanitätsnorm, das ist eine Stufe in der Ausbildung. Die Sturmbahn bietet aber die Möglichkeit der schöpferischen, einfallsreichen Anwendung der medizinischen Normen. Einem Räumverband der Volksmarine wurde die Aufgabe gestellt, ein Seegebiet von Minen zu räumen. Warum sollte nicht die Erfüllung dieser Ausbildungsmaßnahme mit der Ausbildung anderer Fachbereiche, so auch mit der Sanitätsausbildung, verbunden werden? Welche Verhaltensweisen werden bei diesem imitierten Brand in welcher Reihenfolge ablaufen? Das Rollenbuch legt sie für jedes Besatzungsmitglied fest. Beobachten wir aber selbst. Wir sehen, die auf der Sturmbahn trainierten Fertigkeiten sind hier gleichermaßen anwendbar. Die Situation verlangt ein koordiniertes Handeln. Brandbekämpfung, Bergung, geschützte Lagerung der Geschädigten sowie die weitere Sicherung der Abwehrbereitschaft und Erhaltung der Kampfkraft des Schiffes. Auf dem Achterdeck der geschädigten Sammelstelle übernimmt der Gefechtssanitäter des Schiffes, ein speziell ausgebildetes Besatzungsmitglied, die Aufgaben der weiteren Hilfeleistung. Verbrennungen und kombinierte Schädigungen verlangen die sofortige Einleitung der Schockbehandlung. Aber auch die Organisation des Abtransportes ist in diese Übung eingebaut worden. Das bereitliegende Rettungsschiff hat die Geschädigten zu übernehmen. Ist das direkte von Bord zu Bord gehen der Geschädigten nicht möglich, erfolgt die Übernahme mittels Tragegestell. Scheinbar leicht zu realisieren. Aber ohne mehrmaliges Üben würden sich auch im Ernstfall nicht vertretbare Zeitverluste einstellen. Selbst bei aufwendigeren Ausbildungsmaßnahmen müssen die sogenannten einfachen Handlungen richtig durchgeführt werden. Wie zum Beispiel die Geschädigten ordnungsgemäß lagern, oder die Tragen sicher in das Tragegestell einlegen. Kontrollen sollten Nachlässigkeiten, die Unfallquellen darstellen, aufspüren. Die Helfer müssen auch daran denken, dass wirklich Geschädigte besonders empfindlich gegen rücksichtslosen Transport sind. Die Übernahme der Geschädigten hat so schnell wie möglich zu erfolgen. Auch aus dem Grunde, weil jede Zusammenballung von Schiffen in See die Gefahr des Angriffes durch den Gegner erhöht. Das Rettungsschiff ist nicht nur als Transportmittel zu werten. Aufgabe der an Bord befindlichen Arztbrigade ist es, die vom Gefechtssanitäter eingeleitete Hilfe fortzusetzen. Damit erhält der Geschädigte hier bereits ärztliche Hilfe, um weitere Komplikationen zu reduzieren.
Für den an Bord zurückbleibenden Schwergeschädigten ist die Behandlung in einer speziell ausgerüsteten medizinischen Einrichtung erforderlich. Er muss schnell, sicher und schonend abtransportiert werden. Mit großer Sorgfalt ist der Geschädigte im Rettungssessel zu sichern. Bei dieser Übung sind die meteorologischen Bedingungen ideal. In der weiteren Ausbildung wird die Erhöhung des Schwierigkeitsgrades den Beteiligten mehr abverlangen. Wie auf dem Rettungsschiff, so stehen auch hier dem Arzt ausreichende materiell-medizinische Mittel zur Verfügung. Nach dem Abtransport der Geschädigten nimmt das Schiff seine befohlene Position im Verband wieder ein. Trotz des verringerten Personalbestandes ist die Gefechtsaufgabe weiterhin zu erfüllen. Schiffsschlaggruppen, bestehend aus Schiffen und Booten mit hoher Kampfkraft, großem Aktionsradius und enormer Geschwindigkeit, sind aufgrund ihrer Aufgabenstellung häufig auf sich allein gestellt. Langsam laufenden Rettungsschiffen ist es nicht möglich, im Verband schneller Schiffsschlaggruppen mitzuhalten. Deshalb wird ein Schiff des Verbandes als sogenanntes nicht strukturmäßiges Rettungsschiff mit der Aufgabe befohlen, die Geschädigten zu übernehmen. Wiederum eine Bord-zu-Bord-Übergabe. Und doch müssen sowohl die Kommandeure als auch die Matrosen die Besonderheiten der Schiffstypen bei der Übergabe berücksichtigen. Neben der Forderung nach zweckmäßigem Entscheiden und Handeln wird die Übergabe auch hier an Bord nach einer Zeitnorm trainiert. Dabei sollte die physische Belastung aufgrund der ausgezeichneten Kondition schon kein Problem mehr sein. Größere Aufmerksamkeit ist aber auf die schöpferische Anwendung des bisher Erlernten zu richten. Auf den Raketenschnellbooten ist es möglich, eine Vielzahl Geschädigter in geschützten Räumen unterzubringen. Wenn bereits an den Lehreinrichtungen die Sanitätsausbildung, sowohl auf der Sturmbahn wie auf den Schulschiffen, mit großer Intensität durchgeführt wurde, sind auch das erforderliche Wissen und Können mit der Dienstaufnahme der Matrosen an Bord vorhanden. Durch das Anlaufen mehrerer Schiffe und Boote zur Übernahme Geschädigter wird die Ausbildung allseitiger. Sie bezieht alle Besatzungen der Schiffsschlaggruppe mit ein. Einfallsreiche Ausbildung und Erhöhung des Schwierigkeitsgrades bereiten die Besatzung besser auf Bewährungssituationen vor. Während der Bord-zu-Bord-Übergabe muss bei gröberer See, um die Kampftechnik nicht zu gefährden, nach anderen Übergabemöglichkeiten gesucht werden. Das Rettungsfloß erweitert die Übergabemöglichkeiten mit bordeigenen Mitteln. Exakte Grundlagenausbildung in der Nutzung des Rettungsflosses
lässt auch im Falle eines nicht ordnungsgemäßen Öffnens ein schnelles und richtiges Reagieren zu. Zielgerichtetes Beschicken des Rettungsflosses heißt, dass mit Ruhe und Umsicht unter Führung eines Schiffsoffiziers zuerst die Schwergeschädigten übergeben und im Pendelverkehr vom nicht strukturmäßigen Rettungsschiff übernommen werden. In bestimmten Situationen kann die Übergabe der Geschädigten an das Rettungsfloß notwendig werden. Beim später freischwimmenden Rettungsfloß ist jedoch zu beachten, dass die Geschädigten auch medizinisch betreut werden. Auf engstem Raum gewinnt das besonnene Verhalten lebenserhaltende Bedeutung. Positionsmeldungen sichern ein schnelles Auffinden durch Schiffe oder Rettungshubschrauber. Erinnern wir uns der Bedeutung des Zeitfaktors für das Ansteigen von Komplikationen bei Geschädigten. Wie bedeutungsvoll werden in diesem Zusammenhang beim Einlaufen und beim Anlegemanöver zum Beispiel die seemännischen Fähigkeiten der Besatzung? Alles muss auf einen Zeitgewinn gerichtet sein. So auch die umfangreichen organisatorischen Maßnahmen am befohlenen Übergabepunkt, die den weiteren Abtransport der Schwergeschädigten mit Lufttransportmitteln und alle anderen Geschädigten mit Landtransportmitteln sichern. Die Vielfältigkeit des Gefechtsfeldes See verlangt auch für die medizinische Ausbildung des fahrenden Personals auf jede Situation abgestimmte spezielle Maßnahmen, die auch in größeren Übungen geprobt und überprüft werden müssen. Eine weitere Variante des Abtransports Geschädigter mit Kampfschiffen stellt der Einsatz von Landungsschiffen und Booten dar. Diese haben zwar den Vorteil, die Übernahme und die Übergabe von Geschädigten an der nicht eingerichteten Küste zu ermöglichen. Aber hier sind dafür andere Besonderheiten vorhanden, die den Schwierigkeitsgrad weiterhin erhöhen. Wie zum Beispiel eine steinige Küste. Und meist ist die See nicht immer so glatt. Mit Seeerfahrung und einer guten Kondition, letzteres auf der Sturmbahn erworben, lassen sich auch weitere Erschwernisse meistern. Dem geschädigten Genossen muss schnellstens Hilfe zuteil werden, wie zum Beispiel in dieser medizinischen Einrichtung der Flottille. In dem beweglichen und schnell zu entfaltenden Lazarett erfolgt auf der Grundlage festgelegter Behandlungsgrundsätze die medizinische Hilfe durch Arztbrigaden. Ein eingespieltes Kollektiv von Kraftfahrern, Krankenträgern, Sanitätern und Feldscheren sorgt in den drei Abteilungen
unter Anleitung erfahrener Marineärzte dafür, dass der Geschädigte schnell und sachgerecht behandelt werden kann. Schon jetzt ist sicher. Durch die Qualität der bisherigen Maßnahmen aller Helfer ist die Gefahr des weiteren Anstiegs der Komplikationen stark gemindert. Aufeinander abgestimmte Reihenfolge der Maßnahmen, beginnend bei der Selbsthilfe und gegenseitigen Hilfe, der Hilfeleistung durch die Gefechtssanitäter der Schiffe und Boote, die medizinische Hilfe durch Sanitäter und der Erweisung der ärztlichen Hilfe in der medizinischen Einrichtung des Verbandes, sie findet hier im Operationssaal, der Wachstation und der Bettenstation des Lazaretts mit der vollständigen Genesung des Geschädigten ihren endgültigen Abschluss. Fundierte Kenntnisse, erworbene Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Selbsthilfe und gegenseitigen Hilfe sind Voraussetzung für die komplikationslose Heilung der Geschädigten. Denn